Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Minecraft Dragons. Und ja, wir sind auf dem Server und Bobana und Stonecrafter sind auch hier. Und ich habe hier ein bisschen weiter gebaut, aber echt nur ein klein wenig, um das Ganze jetzt ein bisschen schneller zu machen, damit wir schneller weitermachen können. Und ich habe schon mal den Grundriss vom Dach gebaut. Hier seht ihr, so soll das Ganze aussehen. Ist einfach wie ich damals bei dem Tutorial gemacht habe, einfach das Gleiche nochmal gemacht. Und heute müssen wir jetzt einfach nur die Wände hier noch hochziehen und dann haben wir, denke ich, schon ziemlich viel erreicht. Ich hatte noch ein bisschen Fichtenholz gefarmt, sieht man, glaube ich, hier ziemlich gut um die Ecke. Und ich habe was Glas gefarmt. Jetzt ist die Frage, machen wir uns weißes Glas, weil dann bräuchten wir noch Knochen. Aber ich habe gar keine Knochen. Machen wir aber auf jeden Fall erstmal das Dach fertig. Da brauchen wir gar nicht so viel tatsächlich, denke ich. Einfach nur ein bisschen Holz und dann machen wir die ganzen Ecken und dann wird das auf jeden Fall ziemlich geil aussehen. Okay, wir müssen das dann auf jeden Fall immer noch ein bisschen bearbeiten, aber das wird auf jeden Fall nicht absolut grottenschlecht aussehen. So, das Dach ist in so einer kleinen Hinsicht auf jeden Fall fertig. So, machen wir hier eben noch das Fenster zu. Zack, machen wir es so groß. Ja, das passt auf jeden Fall. Wo müssen wir das größer machen vielleicht? Ja, das müssen wir auf jeden Fall größer machen. Sonst sieht das nicht aus, Leute. So. 10 out of 10 auf jeden Fall, das ist unser Dachboden. Den müssen wir jetzt noch ein bisschen von außen bearbeiten, dass der besser aussieht. Und hier können wir nochmal ein paar Leitern placen. Also einfach ein paar Half-Slabs nehmen, so, und kurz aufs Dach steigen. Habe ich schon mal erzählt, dass ich Höhenangst habe? Ich denke nicht, aber jetzt wisst ihr es. Ich habe enorme Höhenangst. Ich habe sogar schon, ich kriege schon Panik, wenn ich über das Geländer von irgendeinem Treppenhaus schaue. Da wird mir schon enorm schwindelig. Habt ihr auch sowas? Schreibt das mal in die Kommentare oder irgend sowas in der Art. Wir hatten damals in der Schule so einen riesen, sag ich mal, Garten bei uns in der Schullobby, sag ich mal dazu. Und wir hatten halt ein Gebäude in der Schule, das war halt nach oben hin ziemlich weit oben und wir hatten so einen riesen Hof, wo man halt von oben runter gucken konnte. Und jedes Mal, wenn ich über dieses Geländer geschaut habe, es war die Hölle für mich, Leute. Ich hatte so eine Höhenangst und dann so ein Schulgebäude, das war schon richtig heftig. So, ich denke, das passt erstmal so als Dach. Und dann müssen wir eigentlich nur noch die ganzen Fenster und so designen. Und dann sind wir tatsächlich schon mit unserem Haus fertig. So, kriegen wir irgendwo Knochen her? Das ist jetzt die Frage. Weil wir bräuchten eben Knochen. Soll ich meine Underman? Lol. Hi Bobana, was geht? Oh, der sieht mich nicht. Okay. Will ich ihn mal nicht weiter stören. Wo hat ein Underman sein Haus? Weil der hatte mir erzählt, eine Skelettfarm. Ist das hier unten? Das wäre cool, wenn das da wäre. Aber ich bezweifle stark, dass da was ist, oder? Hier auf jeden Fall nicht. Gehen wir mal weiter runter. Vielleicht finden wir auch da ein Skelett einfach so. Hier ist Lava. Das war's dann aber auch. Ja, das sieht ziemlich danach aus, als ob es das gewesen ist. Vielleicht finden wir eine Höhle. Oder ich begebe mich mal so langsam in das tödliche Gebiet. Nicht mit einem Stackholz. Das ist es mir nicht wert. Oh, hier sind sogar noch Öfen. Okay. Ich höre ein Skelett. In der Richtung. Ich bin so gut, Leute, ne? Es ist echt unglaublich. Okay, hier ist... Nice. Da ist ein Skelett. Lass mir den Loot. Danke. Bam. Und direkt zwei Knochen. Wenn das nicht geil ist, nehme ich in einem hier auch mal das ganze Gold mit. Oh nein. Die sind hier. Ich bin wieder in der Nähe. Das ist kein gutes Zeichen, wenn ich die höre. Ist das hier direkt links um die Ecke, oder? Ja, hier. Ich habe eben nur hier die Dias. Und vielleicht noch das Lapis. Und dann mache ich mich direkt wieder auf den Weg. Ich darf hier nichts riskieren. Das ist mir zu riskant. Da ist eins. Oh nein, sie greifen an. Ich muss ganz schnell hier weg. Oh nein, 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 es kommt. Nein. Nein, ich muss weg. Schnell. Weg hier. Okay. Oh nein, ich höre sie immer noch. Nein! Oh nein. Das Vieh macht mich 2 Hits tot. Wenn er es mich erwischt.
Oh nein. Schnell raus. Ich hab was gehört. Oh nein. Okay, ist eine Höhle auf jeden Fall. Okay, schnell, da ist Licht, da ist Licht. Oh ne, das ist nur die Seite. Warte, hier geht's bestimmt hoch. Ja, hier. Schnell. Oh Gott. Ich hoffe mal, das wird mich jetzt nicht hier irgendwie runterkicken. Das wäre ziemlich ärgerlich. Ich höre Hühner. Hühner sind ein gutes Zeichen. Die sind freundlich. Oder sind die Hühner freundlich? Wer weiß. So, da haben wir die Knochen. Und damit können wir uns jetzt schönes weißes Glas machen. Eine wunderschöne Farbe, Leute. So, und einmal ganz viel Glas herstellen. Okay, das war ein bisschen zu viel. Anderman hatte mir noch eine Suppe gegeben. Die brauche ich eigentlich nicht. Machen wir das? Ich weiß nicht, ob ich es größer machen soll. Nee, mache ich nicht. Einfach ganz normale Fenster. Nichts Großartiges oder irgendwie Besonderes. So, und hier können wir eigentlich noch ein paar Half-Slabs hinmachen, um das Ganze ein bisschen schöner aussehen zu lassen. Also so ein bisschen verwinkelter und so. Einfach hier sowas hinmachen. Okay, hier vielleicht noch. Genau, das können wir so hoch machen. Wie sieht's hier aus? Na, hier ist auch ein bisschen Variation drin. Nice. Variation ist immer gut. Wie sieht's hier aus? Hier so lassen. Dann können wir es so machen und so. Und dann sieht das doch, denke ich, ganz okay aus hier oben. Aber meinetwegen hier noch. So, so. Dann sieht das auf jeden Fall ordentlich aus. Also ein bisschen verwinkelt und so. Und das ist eigentlich die Hauptsache bei solchen Sachen. Und hier oben können wir dann so einen Schlafplatz einbauen. Wir brauchen aber dafür ein bisschen Wolle. Aber ich weiß nicht, ob wir Wolle haben. Müsste man mal schauen, ne? Aber erstmal schmelzen wir mal das ganze Gold und das vor allen Dingen Eisen. So, fangen wir an, das Haus von außen noch ein bisschen zu designen. Ihr seht, ich habe schon ein bisschen angefangen. Hier sieht man den Heuballen, wie er so darauf liegt, passend zum Feld. Finde ich gar nicht schlecht. Nur hier oben müssen wir noch ein bisschen was machen, aber ich denke, das geht relativ schnell. Einfach so, so. Wir sollten zuerst mit der Seite irgendwie anfangen. Ah, das müssen wir von hinten machen, sonst passt das nicht. Einmal so, so. Genau, dass diese Lücke da unten ist. Sehr schön. So, und die Ecken machen wir einfach so und so. Und dann sieht das auf jeden Fall auch ziemlich in Ordnung aus. Hier noch eine Linie. Sieht das aus? Ich denke, das sieht eigentlich ganz vernünftig aus. Ist jetzt nicht so ultra krass, aber kann man auf jeden Fall erstmal so lassen. Ja, passt. Sieht zwar nicht so ultra krass aus, aber ist okay, denke ich. So. Dann müssen wir noch hier was Schönes hinbauen. Das dürfte auch gar kein Problem sein, indem wir einfach hier mal so eine frische Linie reinmachen. Das können wir so, so und dann hier und dann können wir das noch hier Zäune machen und dann hier oben noch sowas. Oder machen wir das verkehrt herum? Ich mach's mal verkehrt herum. Sieht komisch aus. Das sieht definitiv zu komisch aus. Das müssen wir anders machen. Machen wir hier lieber sowas. Genau, das passt auch. Obwohl, das sieht aus wie so ein Mund. Das will ich verhindern, dass das aussieht wie so ein Mund. Das sieht irgendwie ziemlich seltsam aus. Dann machen wir es eigentlich direkt am besten. Ups, nee. Mit Stufen. Ja, und dann hier auch noch auf jeden Fall. Ja, passt. So, die Tür können wir auch auf jeden Fall eigentlich wie die Eingangstür ungefähr gestalten. Und zwar so. Und dann hauen wir vielleicht hier noch so eine kleine drüber. So, und dann passt das auf jeden Fall. Und hier machen wir noch eine kleine Fackel. Und meinetwegen hier auch noch. So. Dann haben wir so einen kleinen schönen Ausgang. Und hier geht es jetzt nochmal eben in die Luft. Und wir machen das hier so. Dann meinetwegen hier noch so ein paar Sachen. Bam. Und hier oben füllen wir wieder aus. Komplett. Also ganze Stücke Holz. Statt nur Stufen.
Nice. Dann nächste Seite. Ist das schon die letzte Seite? Ja, das ist die letzte Seite. Ich find's okay. Zwar nicht mein bestes Stück, aber es ist okay, das Häuschen, denke ich. Ja, ist okay, ist okay, ist okay. So, schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob ich jetzt mal nächste Episode versuchen soll, in das gefährliche Gebiet zu gehen. Oder ob ihr sagt, nee, lass das mal lieber, hol dir lieber zuerst vernünftige Ausrüstung. Das heißt, ich würde mir Enchantments nächste Folge machen. Oder eben ihr sagt, versuch doch mal dein Glück, geh da rein und vielleicht findest du da irgendwas Geiles. Oder du wirst einfach nur richtig heftig sterben und deinen ersten Tod in dem Projekt reinholen. Ah, werde ich mir auf jeden Fall auch Verstärkung holen. Ja, also schreibt mal in die Kommentare, soll ich da hingehen? Und wenn ja, mit Verstärkung oder ohne? Und ja, schreibt mal das mal in die Kommentare. Ich glaube, den Rest der Episode können wir dafür nutzen, uns nochmal so ein paar Kleinigkeiten zu machen. Einerseits würde ich gerne, das habe ich gerade gesehen, ein bisschen Laub für das Haus nutzen. Das heißt, das farme ich mir jetzt noch ab und mir ein Schild machen. So. Das heißt, das haben wir schon mal und jetzt brauchen wir nur noch das. Mittlerweile weiß ich, wie man ein Schild craftet. Das hat eine Weile gedauert damals, aber mittlerweile habe ich es ganz gut drauf und wir schnappen uns eben hier mal so ein bisschen Laub. Ein bisschen ist ja schon ziemlich untertrieben, ne, oder? Und das kommt dann auf unser Haus drauf. Wer Fichtenholz braucht, kann sich hier gönnen. Ich brauche einfach nur erstmal das Laub. Das wäre beinahe der erste Tod gewesen. Hooray! Pfusch am Bau. Hier ist eine Seite noch nicht fertig, Leute. Oh, warte. Das wird jetzt richtig cool erledigt, Leute. Boah, sniped. Oh. Er verteilt Kekse. Gut, dann denke ich, war es das aber auch für diese Episode. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare. Soll ich in der nächsten Episode mal in das gefährliche Gebiet gehen? Wenn ja, mit Partner oder ohne. Ich bin gerne ganz sicher, ich wünsche euch einen schönen Tag. Und sage tschö. Bis dann und man sieht sich.